Willkommen, ihr spacigen Clash of Clanser, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Er ist wieder da, Leute. Der Schrecken, oh mein Gott, er ist wieder da. Also einer der, der schrecklichsten Charaktere, die man sich hier vorstellen kann in Clash of Clans, nämlich dieser komische kleine Kobold hier, der hier so winkt. Hier, ihr seht da oben auch bei mir 1 von 6. Ich habe natürlich nicht 1 von 6, sondern der 6. wäre jetzt er. Aber der nimmt es auch vom Lebendigen, kann ich euch sagen. Nach wie vor, ich habe gedacht, der ist vielleicht ein bisschen billiger geworden im Laufe der Zeit. Aber er ist die nächsten 37 Tage jetzt da. Was das wohl heißt, letztes Mal war er da kurz bevor Rathaus 16 rauskam. Ich hoffe nicht, dass jetzt schon Rathaus 17 kommt in 37 Tagen. Aber er würde jetzt helfen. Wenn ich hier jetzt eine Mauer machen würde für 100.000, dann nimmt der satte 10 Gems für mit. Okay, das machen wir mal nicht. Das machen wir mal nicht, aber es gibt so ein paar Sachen, die ich hier in Clash of Clans ganz gerne nochmal ansprechen wollte. Und zwar, das kann ich gleich, glaube ich, nur im anderen Clan zeigen, gibt es hier für die etwas kleineren Accounts, was heißt für die etwas kleineren Accounts, auch für größere Accounts, die das noch nie gemacht haben, hier im Shop, erstmalig ein Erstkaufrabatt. Ein Erstkaufrabatt für die März-Saison für 3,49 Euro, Leute. Ich würde sagen, solltet ihr dazu schlagen, gebt einen sinnvollen Creator-Code ein, zum Beispiel den von Itzo, und kauft euch das Ding. Nein, ich will euch natürlich nicht zum Kaufen ermutigen, aber für 3,49 kann man das ja mal machen. Ja, umgerechnet in Cola-Dosen oder in Pfandflaschen ist das wirklich viel, ist das wirklich wenig. Ich meine, danach kostet er natürlich dann 7,99 Euro, beziehungsweise wenn ihr im Store kauft, wie ich das mache, dann gibt dann kosten die 7,19 Euro. Wollte ich nur mal an der Stelle gesagt haben, aber wir gehen mal rüber auf den großen Tote hier. Ihr habt ja jetzt gesehen, der Chat mal oder unser Chatlog hier ist unheimlich rot. Ja, ich habe 2 Goldpässe gekauft. Huch. Okay, ich habe 2 Goldpässe gekauft, obwohl ich selber schon einen habe. Also ich habe schon einen Goldpass. Und ich muss wirklich heute sagen, was muss man eigentlich machen? Okay, müssen wir ein paar Kracher machen. Ach hey, nee, Kracher. Naja, okay, machen wir Kracher. Ich muss wirklich sagen, ihr seht das da ja auch schon bei mir hier im Overlay. Der Skin, oh, das wären 4 Stück, okay. Der Skin, wirklich gelungen. Wirklich gelungen oder überhaupt, sagen wir mal so, die Skin-Serie ist ja mal sowas von gelungen. Was sagt ihr dazu? Also, die spacigen Clash of Clanser hier, muss ich sagen, nach dem großen Flop, finde ich, von den vorherigen Figuren, also von den vorherigen Skins, ist das ja wirklich ein Segen, diese Skins jetzt zu bekommen in der Serie. Ja, mal gucken, da könnte ich mich jetzt auch schon fast schon wieder überreden lassen, die dann irgendwo zu nehmen oder aber zu kaufen. Es wird ja welche geben. Also den ersten Skin hier von der Queen gibt es im Goldpass direkt zu Anfang. Im Shop gibt es noch nichts, aber ich denke mal, das ist wieder 2-2. Einen gibt es im Shop, einen gibt es vielleicht in irgendeinem Event, mal sehen. Und dann gibt es den anderen auch noch im Shop, denke ich mal. Also wieder 2, die man sich erspielen kann und 2, die man kaufen kann. So kann ich es mir zumindest vorstellen. Plus die nice Szenerie, die dazu natürlich auch passend gemacht ist. Und jetzt holen wir hier mal richtig was weg, wa? Im Nachtdorf, okay. Aber jetzt haben wir hier auch keine Luftabwehr mehr. Na, doch, eine haben wir noch. Okay, eine haben wir noch. Auch nicht schlecht. Eine Luftabwehr ist noch am Start. Mal gucken, ob wir die noch bekommen. Dann haben wir hier, glaube ich, das Maximale rausgeholt. 5 Stück hat man, ne? 5 Stück hat man hier in dem Bereich. Ich lasse mal beide fallen. In der Hoffnung, dass die Tonne weggeht. Oh, die Tonne geht nicht weg. Die ist aber auch wirklich, die hat wirklich viele Trefferpunkte, muss ich sagen. Aber da alles andere jetzt auf Boden steht, außer der eine Bogenschützenturm dort, sollte das eigentlich easy peasy sein, dass wir hier die Hütte auch noch bekommen. Also die Otto-Hütte. Da kommen aber auch schon so ein paar spacige kleine Dinger raus. Okay. Schafft man nicht ganz, weil die Zippis hier sind ganz schön nervig und machen, vor allem wenn sie alle leben, nochmal richtig Schaden. Aber ich glaube, für den Pass ist das ganz gut gespielt. Und ich habe sogar nochmal einen Sternebonus erhalten. Sehr schick. Das heißt, wir können da oben auch ein paar Mauern weitermachen. Ich habe ja auch ein bisschen was aus der Saison Kasse wieder bekommen.
Und die Saisonkasse weiß ich im Moment noch gar nicht, wie ich die eigentlich sinnvoll ausgebe. Hier im Moment habe ich ja nur 10%ige Verschnellbesserung hier durch den Pass. Also wer sich den Pass jeden Monat holt, der bekommt gleich 200 Punkte on top, was natürlich wirklich nicht schlecht ist. Dann hat man schon mal die ersten Sachen und dann ist es nicht ganz so teuer. Wir gucken mal, was so das Teuerste hier ist. Im Moment an Defense Inferno-Turm, den zweiten haben wir. Wir nehmen den zweiten Inferno-Turm hier mit rein, 19,8 Millionen. Damit haben wir immer noch richtig viel über. Das ist sehr cool. Mit dem Elex kann ich im Moment wirklich wenig anfangen. Aber ich würde sagen, mit dem Gold forschen wir hier ruhig. Die Eule machen wir mal weiter. Auf Level 11, 7 Tage, 3 Stunden und 59 Minuten. Und last but not least machen wir einfach ein paar Mauern mit dem ganzen Elex und schicken gleich noch einen Bauarbeiter los, würde ich sagen. Schon mal zu den ersten Sachen, die ich ja nicht mehr ganz geschafft habe. Wo muss ich meine Mauern? Wir machen die mal weiter. 8,1 Millionen ist ja ein Schnapper, würde ich sagen. Damit was Elex dann auch los sind. Denn im Labor habe ich im Moment Elixier laufen. Das heißt also, dort laufen immer noch meine Babydrachen. Das heißt, ich kann nicht großartig weiter forschen. Gucken wir mal, was wir hier noch so drin haben. Ein bisschen Dunkles, ein bisschen Gold Elex. Oder können wir den dritten Inferno machen? Oder habe ich schon ein Inferno fertig? Ne, Inferno-Turm 19,8. Okay, das machen wir. Wir machen das. 19,8 würde ich sagen. Und aber nochmal, um auf den Skin hier zurückzukommen, Skin wechseln auf den hier Weltraumkönigin, also Space Queen. Finde ich sehr, sehr gut. Überhaupt finde ich das ganze Trio, Duo, Quadro sehr, sehr gut. Das sieht man allerdings nicht hier, sondern ich muss mal gerade gucken. Ich starte das Spiel eben mal neu. Mal gucken, ob der Startbildschirm jetzt schon ein richtiger ist. Ja, jetzt ist der Startbildschirm schon ein richtiger. Sehr schön. Das lade ich jetzt mal gerade hoch in meine Cloud, würde ich sagen. Und, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, aber sehr schön. Ich finde die Skins hier wirklich, wirklich gelungen. Und, alle vier, ich habe mir das Video auch angeguckt, sehen sehr, sehr gut aus. Also nach der letzten Serie kannst du das hier irgendwie knicken. Und dann schmeißen wir es mal eben wieder weg. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass dort der oder überhaupt gute Skins hier reinkommen. Und ich frage gar nicht an, weil ich glaube, hier ist im Moment niemand. Weil ihr seht das hier, wir haben hier heftige Flugtraktion, also kommen, gehen, weil wir wollen natürlich die maximale Anzahl an Erzen hier aus dem Game ziehen. Das heißt, wir spielen im einen anderen Clan einen Clankrieg, haben jetzt wieder zurückgewechselt. Aber was mir noch aufgefallen ist, Leute, ich glaube, das ist noch ein kleiner Fehler, das ist euch sicherlich auch aufgefallen. Ich muss mal eben jemanden suchen, der hier angefragt hat. Hier oben Chromulus, das Doofe ist im Moment, also das finde ich ein bisschen unlucky. Wenn Leute in euren Clan anfragen, dann könnt ihr denjenigen nicht vorher inspekten hier. Das ist ein bisschen doof. Ich tippe hier jetzt die ganze Zeit drauf und ihr könnt ihn nicht inspekten. Das macht zwar ein Geräusch, aber es geht irgendwie nicht. Erst wenn derjenige dann drin ist, könnt ihr draufklicken und könnt aufs Profil gehen und müsst ihn dann unter Umständen wieder kicken, weil er euch doch nicht gefällt. Das finde ich im Moment ein bisschen doof. Also was heißt doof, ich finde es ein bisschen komisch, dass man die Leute nicht sieht, die hier in den Clan wollen. Man will ja auch nicht jeden aufnehmen und wenn man dann einen aufgenommen hat, den gleich wieder zu kicken, ist ja auch irgendwie ein bisschen doof. Mit den angehefteten Clan-Nachrichten geht das allerdings ganz gut mittlerweile und ich bin auch zuversichtlich, dass wir hier eine gute CBL spielen. Start ist bei uns heute Abend, Clanstartangriffe auch wieder on top. Also es gibt reichlich zu tun hier in Clash of Clans und wir brauchen 200.000 noch. Die könnten wir uns hier eigentlich holen. Ich gucke mal, dass wir hier mal reingehen. Den setzen wir mal hier. Dass die mal eben da das macht. Sehr schön. Oh, jetzt gibt es hier aber schon reichlich Feuer. Da muss ich die jetzt schon mal ein bisschen boosteln. Da ist auch noch ein Held dabei. Okay. Achso, ich hab natürlich den Grabenzauber hier. Oh, ich habe meine Queen verloren. Nein, scheiße. Jetzt habe ich die echt verloren. Okay. Das ist natürlich unlucky, würde ich sagen.
Das ist ein bisschen unlucky. Hätte Fahrradschlauch, hätte ich mal doch an der Stelle hier irgendwas, was weggespaced hier. Was jetzt mein King. Oh, das fuckt aber derbe ab da, diese ganzen Skelette, ne? Meine Herren. Mal gucken, ob wir hier was stillgelegt bekommen. Okay, das geht noch. 1, 2, 3. Mal eben ein bisschen zur Ablenkung meiner Kaserne hier setzen. Würde ich sagen. Dann nehmen wir hier 1, 2, 3. Und die hier mit drin. Royal mit rein. Ihn mit rein. Hox mit rein. Okay, das war auf jeden Fall mal ein Satz mit X hier. Muss ich mal so sagen. Mal sehen, ob wir da überhaupt noch was bekommen. Ich glaube mal nicht. Ah doch, ich glaube, wir retten den noch ganz gut durch hier. Ich glaube, wir retten den noch ganz gut durch. 1, 2, 3, mal hier gesetzt. Oh nein, da ist die scheiß Kanone. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Tote sieht Kanone nicht, okay. Schnell mal gezündet. Ich glaube, dann haben wir es doch noch ganz gut gerettet. Mit der Zündung kriege ich noch mal ein paar Hawks dabei. Ich habe die Gladiatorin immer noch auf Hawk Rider und Haze stehen. Was wirklich eine gute Kombi ist, selbst auf 1. Also zumindest hier jetzt gerade beim, ich meine, das war ein Farmangriff, Leute, und den habe ich echt noch gut gerettet da oben. Jetzt habe ich natürlich hier nichts mehr im Backend bzw. Cleanup da oben die Ecke, aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall genug Gold und können jetzt den nächsten Inferno-Turm hier machen. Und dann gucke ich mal, ob wir hier 7 Bauarbeiter beschäftigen können. Hier geht noch so ein bisschen was. Okay, Zeit ist aus. 2 Sternchen haben wir geholt. Bonus haben wir noch nicht. Aber ich mache auf jeden Fall weiter mit dem Hybrid, denn der gefällt mir im Moment unheimlich gut. Und dann würde ich sagen, nehmen wir den letzten Inferno-Turm auch mit rein hier. Schwächt mich natürlich, wenn man mich jetzt abfahren will. Aber ich könnte jetzt 7 Bauarbeiter beschäftigen, Leute. Das ist ja okay, aber ihr habt ja eben schon gesehen, alles ein bisschen teuer bei dem Kollegen. Alles ein bisschen arg teuer bei dem Kollegen. Und so geht es ganz gut weiter. Würde ich sagen, 13 Tage, so lange ist das alles gar nicht, Leute. Die Zeit geht ja schnell rum, vor allen Dingen, wenn man diese Dinger hier nimmt, dann geht sie noch viel schneller rum. Dann haben wir morgen schon den nächsten Clan-Krieg, nicht Clan-Krieg, sondern den nächsten Bauarbeiter frei, 1 Tag, 5 Stunden, sehr schön. Und dann haben wir schon das erste Elex-Lager und den ersten Gold-Sammler, nicht Lager, den ersten Elixier-Sammler und den ersten und die erste Goldmine hier fertig. Die laufen auch nicht lange, habe ich jetzt gesehen. Die haben nur eine Laufzeit von 3 Tagen oder so, 3 Tagen, 14 Stunden, das ist echt nicht viel. Das ist echt nicht viel, aber hier steht noch gar nicht die Verschlimmbesserung wegen dem Pass drin, das wundert mich jetzt gerade da unten, dass es noch nicht gestrichen ist. Okay, aber das ist auf jeden Fall Passzeit. Vielleicht haben sie es jetzt auch erstmal wieder rausgenommen, weil es ja ein bisschen buggy war. Wenn euch die Folge trotzdem ganz gut gefallen hat, Leute, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir werden uns auf jeden Fall sehen. Seid gespannt. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto. Flasht.